Hallo zusammen, willkommen beim nächsten Video der Reihe Jeder kann programmieren lernen. Ja, also wie vielleicht der eine oder andere gemerkt hat, gehe ich sehr, sehr langsam vor. Der Grund liegt nicht darin, dass ich glaube, dass ihr sehr lange braucht, um das zu verstehen, sondern der Grund liegt darin, dass ich euch schlichtweg vor Überraschungen später beim Programmieren bewahren möchte. Erst wenn ihr ganz genau versteht, wie die einzelnen Elemente einer Programmiersprache funktionieren, könnt ihr sie auch sinnvoll einsetzen. Und das gilt vor allem auch bei den Java-Grundlagen. Bis jetzt haben wir uns ja in die Lage versetzt, eigene Programmgerüste zu erstellen. Und nun müssen wir uns um sogenannte Variablen kümmern. Das ist ein elementar wichtiges Thema und ich möchte euch einfach zeigen, was Variablen eigentlich sind, warum wir sie brauchen und wie man sie erzeugt. Hierbei werde ich mich aber erstmal auf die einfachste Form von Variablen stürzen, und zwar diejenigen mit sogenannten primitiven Datentypen. Also, los geht's. Zuerst sehen wir uns nochmal die bei der Ausführung unseres Hello World Java-Programms involvierten Komponenten an. Zuerst ist da die virtuelle Maschine, welche unseren kompilierten Code ja einliest und ausführt. Die virtuelle Maschine wiederum muss mit dem Betriebssystem sprechen, da das Betriebssystem der Herr über die Ressourcen unseres Rechners ist. Da ist natürlich ganz vorne als Ressource die CPU zu nennen. Diese führt ja alle Aktionen aus und dementsprechend auch Betriebssystemanweisungen, zum Beispiel für das Management des Speichers. Und um genau diesen Speicher soll es heute gehen. Unser Ziel ist es, zu verstehen, wie wir Daten eben in diesem Speicher ablegen können. Für dieses Verständnis brauchen wir aber nicht die komplette hier abgebildete Kette durchzudeklinieren. Es ist ausreichend, eine Vereinfachung durchzuführen, indem wir das Betriebssystem und die CPU einfach ausklammern. Es ist deshalb okay, weil die virtuelle Maschine sich ja ohnehin verhält wie eine CPU, und das Betriebssystem einfach nur so eine Vermittlerrolle spielt. Also, wir versetzen uns jetzt also für die nächsten Schritte in die Lage der virtuellen Maschine. So, also wir nehmen jetzt einfach mal die virtuelle Maschine weg und wir tun jetzt eben so, als würden wir die Arbeit der virtuellen Maschine übernehmen. Unser Ziel sei es nun mal, zwei Zahlen in den Speicher zu schreiben, sie dann zu addieren und das Ergebnis auch wieder im Speicher abzulegen, sodass wir es eventuell danach auf der Konsole ausgeben können. Das Grundgerüst ist jetzt erstmal eine leere Klasse mit den uns bekannten Elementen, wie beispielsweise der Main-Methode. Und die Rechnung, die wir umsetzen wollen, sei nun jetzt mal 2 plus 5 ist gleich 7. Gut, zugegebenermaßen nicht besonders kompliziert, aber wenn der Rechner das mit diesen Zahlen kann, kann er es auch mit größeren und komplizierteren Zahlen, also 2.435.872 plus 38.425. Egal, für den ist das komplett identisch von der Komplexität wie 2 plus 5. Gut, wir wissen, dass der Computer nur dann mit Werten arbeiten kann, wenn er sie auch im Speicher ablegen kann, also wenn sie sich im Speicher befinden. Nur dann kann er sie in das zentrale Register, diesen Akkumulator, den wir ja schon früher mal kennengelernt haben, laden und verarbeiten. Also beginnen wir mit der ersten Zahl, der 2. Nun ist es so, dass die 2 eigentlich nur 2 Bit Speicherplatz benötigen würde, da sie ja binär als 1,0 dargestellt wird. Da wir aber in Bytegrößen adressieren, zumindest in unserem Beispiel, müssen wir also mindestens ein Byte reservieren. Da wir aber unser Programm später eventuell mit größeren Zahlen laufen lassen wollen, gönnen wir unserem Rechner gleich 4 Bytes, also 32 Bit. Damit haben wir unseren Wertebereich von minus bis plus 2 hoch 31. Ein Bit geht ja drauf für das Vorzeichen. Also 2 hoch 31, was circa minus bis plus 2 Milliarden ergibt. Wer das mit diesen Vorzeichen nicht mehr so genau weiß, guckt sich einfach das Video an zum Thema Darstellung im Zweierkomplement. Das kann ich unten dann nochmal im Kommentar verlinken. Gut. Wir suchen also unseren Speicher nach 4 zusammenhängenden Bytes ab. Und siehe da, wir haben sie auch schon gleich am Anfang gefunden. Wir können jetzt also in unserem Code schreiben, dass wir in dem Adressbereich 00 bis 03 unsere Zahl 2 antragen möchten. Für die nächste Zahl mit dem Wert 5 machen wir es genauso. Das Ergebnis unserer Rechnung muss auch im Speicher abgelegt werden. Also müssen wir hier auch irgendwo einen Speicherplatz dafür reservieren.
obwohl wir den Wert noch nicht kennen. Also wir machen quasi einen Platz im Speicherplatz, so dass der Rechner sagt, okay, an der Stelle muss ich jetzt irgendwas reinschreiben können. Das heißt, wir suchen ihn wieder ab und siehe da, hier haben wir auch wieder das nächste Element, wo wir dann dieses Ergebnis reinschreiben. Gut, nun können wir die Rechnung programmieren. Das heißt, wir sagen jetzt im Speicherplatz 08 bis 0b möchten wir gerne das Ergebnis aus der Rechnung von dem Wert in Speicherplatz 00 bis 03 plus den Speicherplatzwert von 04 bis 07 eintragen. Aber diese Vorgehensweise hätte jetzt ein ganz entscheidendes Problem, was wir auf jeden Fall in den Griff kriegen müssen. Wenn wir das Programm ausführen, ist nicht sichergestellt, dass die Situation im Speicher exakt so aussieht, wie wir zur Programmierzeit sie vorfinden. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass andere Programme gerade laufen und die Speicherzellen, welche beim Programmieren noch frei waren, nur durch die anderen Programme belegt sind. Zur Not oder im Regelfall ist ja auch der Rechner, auf dem das Programm läuft, nicht zwingend der gleiche Rechner, wo es programmiert wird. Das heißt, wir finden hier eine ganz andere Situation. Also müssen wir den gesamten Speicher nach unseren 3-4-Byte-Bereichen absuchen, um dort die Werte abzulegen bzw. den Platz zu reservieren. Dies führt also zum komplett anderen Speicheradressen. Die von uns im Code hinterlegten Speicheradressen können also nicht mehr verwendet werden, da sie von anderen Programmen ja belegt sind. Insofern ist es eine wichtige Erkenntnis, dass die Positionen unserer freien Speicherplätze erst zur Laufzeit ermittelt werden können und nicht zur Programmierzeit. Den Ansatz, die Adressen in unseren Code zu schreiben, ist damit hinfällig. Das können wir vergessen, das funktioniert nicht. Es wird entsprechend deswegen nicht funktionieren, weil wir eben zur Programmierzeit nicht die Übersicht über die Speichersituation zur Laufzeit haben. Das heißt, wir haben ein Problem. Wir müssen den Zugriff auf die Speicheradresse so programmieren, dass wir das, ich sag mal, flexibel halten. Und hier liefert uns jetzt das Betriebssystem in Zusammenarbeit mit der virtuellen Maschine eine Lösung an. So, also wir nehmen jetzt nochmal unseren Pseudocode aus dem Programm raus und überlegen uns eine Alternative. Im Prinzip müssten wir an den Computer eine allgemeinere Anweisung schicken, die in etwa so lauten könnte: Liebe CPU, wenn du den Code ausführst, dann schau bitte nach, ob du 4 Bytes am Stück findest. Dort soll eine 2 eingetragen werden. Damit wir immer vom gleichen Speicherplatz reden, nennen wir den Speicherplatz jetzt einfach Sum 1. Darauf einigen wir uns. Gut, das wäre eine frei formulierte Anweisung. Und wenn wir das machen, müssen wir zusätzlich noch an den Rechner ein paar weitere Informationen liefern. Und zwar, der Rechner muss nämlich wissen, welche Art von Daten wir speichern wollen. Wir hatten in einem vorausgegangenen Video ja schon gesehen, dass man Zahlen mit oder ohne Komma verarbeiten kann. Um nun die Art der Verarbeitung der Daten und damit auch zusammenhängend den Speicherplatz einheitlich zu benennen, wurden die sogenannten Datentypen definiert. Ein Datentyp bestimmt also, welche Art von Daten wir ablegen wollen und wie der Rechner sie zu interpretieren hat. Eine ganze Zahl mit 4 Bytes wird in Java in einer Integer-Variablen abgespeichert. Diese hat nun den vorher besprochenen Wertebereich von circa minus bis plus 2 Milliarden. Jetzt definieren wir einen eindeutigen Namen für die Variable, mit der wir arbeiten wollen. Das heißt, jede Variable muss einen eindeutigen Namen erhalten und gut, über Namenskonventionen werden wir dann gleich nochmal sprechen. Aber wichtig ist es, wenn sie eindeutig ist, können wir auch wiederum eindeutig darauf zugreifen. Das ist so eine Art, ja, Pseudo-Adresse, wenn man es so haben möchte. Wenn wir jetzt mit diesen Variablen arbeiten wollen, so greifen wir in unserem Programmcode also nicht mehr mit Hilfe der Adresse des Speicherplatzes zu, sondern über den Namen der Variablen. Man kann sich das so vorstellen, als ob wir ganz viele Leute kennen, welche ständig ihre Telefonnummern wechseln.
Diese wären dann sowas wie die Adresse des Telefons. Wir wollen aber nicht ständig nachfragen, welche Nummer denn aktuell verwendet wird, also speichern wir die Namen der Person in unserem Adressbuch ab. Und es gibt irgendwo einen Dienstleister, der sich um die Zuordnung der aktuellen Telefonnummer zu den Namen unseres Adressbuches kümmert. Im Fall unseres Speichers wäre das Betriebssystem, das sich dann darum kümmert, beziehungsweise die virtuelle Maschine. Nun, wir können also die Leute anrufen, ohne die Telefonnummer eigentlich zu kennen. Die Zuordnung unserer Variablen zu den Adressen erfolgt eben entsprechend genauso. Und der Zeitpunkt, wann diese Zuordnung erfolgt, ist beim Aufrufen unseres Programms. Der Rechner hat im Code den Befehl gefunden, eine Variable vom Typ int zu erzeugen. Also sucht er den Speicher nach einem geeigneten Platz ab, wo diese Variable gespeichert werden kann und tauscht den Namen mit der tatsächlichen Adresse aus. Dies macht er dann mit allen Variablen. Wenn nun die Rechnung durchgeführt wird, liest der Rechner also die korrekten Werte für die Addition aus und schreibt das Ergebnis an die richtige Stelle im Speicher zurück. Und somit haben wir so eine Art Shortcuts für unsere Speicheradressen geschaffen, also Referenzen, und damit können wir dann sozusagen ohne das Wissen der Adresse arbeiten. So, also sehen wir uns den wichtigsten Teil unseres Programms oder den für dieses Video wichtigsten Teil unseres Programms nochmal etwas genauer an, und zwar genau diese Zeile. Die ist zuständig für die Erzeugung unserer Variablen. Im Wesentlichen besteht diese Zeile aus zwei Elementen. Das erste Element ist die sogenannte Deklaration. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Kundmachung. Also wir machen unsere Variable dem System bekannt. Um dies zu tun, müssen wir dem Computer zwei Dinge mitteilen. Zum einen den Datentyp, in unserem Fall int, was ja auf ganze Zahlen hindeutet. Im nächsten Video werden wir uns mit den Datentypen etwas genauer auseinandersetzen, aber für hier sollte es jetzt erstmal reichen. Der Datentyp bestimmt zum einen das Verhalten der Variablen, also welche Werte werden abgelegt, wie verhält sich die Variable bei Operatoren und Ähnlichem. Weiterhin bestimmt der Datentyp, wie viel Speicherplatz benötigt wird und somit auch den Wertebereich der Variablen. Jetzt muss ich allerdings noch einen kleinen Disclaimer dranhängen. Diese Aussagen gelten nur für sogenannte typisierte Programmiersprachen. Es gibt Programmiersprachen, bei denen muss ich den Datentyp nicht mit angeben. Da macht es der Rechner automatisch basierend auf den zugewiesenen Daten. So etwas nennt man nicht typisiert, sondern wie im Fall von JavaScript dynamisch typisiert. Aber wir arbeiten ja hier mit Java und das ist eine typisierte Programmiersprache und dementsprechend müssen wir die Datentypen angeben. Weiterhin müssen wir bei der Deklaration den Namen angeben. Dieser dient ja dazu, mit der Variablen zu arbeiten und die einzelnen Variablen voneinander zu unterscheiden. Er muss also eindeutig sein und darf auch nicht wie ein Schlüsselwort von Java lauten. Also eine Variable sollte nicht Main oder Public oder Class oder sowas heißen. So, das zweite Element dieser Codezeile enthält die sogenannte Initialisierung. Hiermit ist die erstmalige, also initiale Belegung unserer Variablen mit einem Wert gemeint. In Java ist es so, dass wir erst einen Wert aus einer Variablen auslesen können, wenn wir vorher eine Wertzuweisung, also eine Initialisierung gemacht haben. So frei nach dem Motto, ich kann erst was rausholen, wenn ich vorher was reingelegt habe. Dieses leuchtet zwar ein, aber es gibt Programmiersprachen, wo das nicht zwingend notwendig ist. Also hier kann es durchaus sein, dass wir noch irgendwelchen Datenmüll, sage ich mal, finden, also die Speicherinhalte, welche von dem vorausgegangenen Programm an dieser Stelle unseres Speichers abgelegt wurden. So, die beiden Elemente unserer Zeile, die Deklaration und die Initialisierung, die können auch in zwei einzelnen Zeilen erfolgen. Also in der ersten Zeile würde dann stehen int Sum 1 mit dem Semikolon, also Strichpunkt, gefolgt von der zweiten Zeile Sum 1 gleich 2, wieder ein Semikolon. Ja? Aber üblicherweise macht man das gleich zusammen, weil wir eben einfach immer nach der Deklaration einfach eine saubere Wertzuweisung haben wollen. So. Wir haben jetzt eigentlich das Wichtigste zu Variablen gelernt und damit könnte ich jetzt das Video abschließen. Aber ich würde gerne noch eine Sache hinten dran hängen. Und zwar, wir haben ja gelernt, dass wir zur Laufzeit, damit meint man während der Programmausführung, für jede Variable einen Speicherplatz zugewiesen bekommen.
In Java haben wir erstmal keinen Zugriff auf diese Adresse. Wir wissen also nicht, wo im Speicher unser Wert liegt. Das ist aber auch nicht wirklich wichtig, weil wir immer nur über den Namen auf den Variablenwert zugreifen. Jetzt gibt es aber Programmiersprachen, bei denen dies sehr wohl möglich ist. Diese Programmiersprachen bezeichnet man oft als sehr hardware-nah, weil wir in großen Bereichen direkt auf Speicherbereiche zugreifen können und eigene Algorithmen für die Speicherzugriffe implementieren können und ja, sogar auch manchmal müssen. Ein Beispiel hierfür ist die Programmiersprache C. Und anhand genau dieser Programmiersprache möchte ich diese Möglichkeit mal kurz skizzieren. Wie gesagt, für die meisten aktuellen Programmiersprachen ist es nun nicht wirklich wichtig, aber ich glaube, dass man zum einen dieses Konzept zumindest mal gesehen haben sollte und zum anderen, wenn ich dieses Wissen habe, wie es funktioniert im Hintergrund, dann kann ich das Verhalten von anderen Programmiersprachen sehr viel besser verstehen und nachvollziehen. Also, der hier angezeigte Code ist nun ein solcher C-Code. Das Grundgerüst sieht bei C ein bisschen anders aus als in Java, aber das soll uns jetzt erstmal hier nicht stören. Wichtiger sind mir jetzt die einzelnen Befehle innerhalb des Hauptprogramms. Um unser Programm auszuprobieren, brauchen wir erstmal eine Konsole. Und hier starten wir das Programm indem ich einfach den Programmnamen eingebe. Anders als bei Java können wir in C ein Programm direkt und ohne virtuelle Maschine starten, da C ja nativ kompiliert wird, also direkt für das Betriebssystem. Und somit können wir es direkt auf dem Computer ausführen. Die erste Zeile kennen wir ja schon. Sie würde in Java genauso aussehen. Das liegt daran, dass viele Programmiersprachen, und so eben auch Java, viele Syntaxelemente von C übernommen haben. Nicht etwa deswegen, weil die Java-Autoren zu faul waren, eigene Syntaxvarianten zu erfinden, sondern man möchte den Programmierern den Umstieg von anderen Programmiersprachen möglichst erleichtern und bedient sich somit bei etablierten Syntaxelementen. Und C ist sowas wie ja, die Mutter aller Programmiersprachen. Nicht ganz, aber es ist schon sehr, sehr fundiert. Gut, interessant wird es jetzt bei der zweiten Zeile. Hier deklariere ich wieder eine Variable, setze aber einen Stern vor die Variable. Dies bedeutet in der Programmiersprache C, dass diese Variable auf den Speicherplatz einer anderen Variablen zeigt. Sie ist also dafür da, die Adresse einer Integer-Variablen zu speichern. Bei der Ausführung sucht somit der Computer wieder nach einem Platz für diese Variable. Sobald er diesen Platz gefunden hat, können wir mit der dritten Zeile nun die Adresse der Variablen Sum 1 und dem Und-Operator, also man nennt diesen Operator Ampersand, dieses Zeichen, in der Variablen Zeiger 1 eintragen. Diese Variable hält somit die Adresse der Variablen Sum 1. Man sagt, sie zeigt auf die Variable 1. Aus diesem Grund nennt man diese Variablen auch Zeiger. Nun, wofür braucht man sowas? In C kann man beispielsweise mehrere Daten des gleichen Datentyps direkt hintereinander legen. Mit Hilfe der Adresse, also der ersten Variablen, und dem Wissen über den benötigten Speicherplatz pro Variable können wir nun mit einer einfachen Addition von einem Speicherplatz zum anderen springen. In der nächsten Zeile geben wir den Inhalt unserer Zahlenvariable Sum 1 mal aus. Das sieht auch etwas anders aus als bei Java, aber der wesentliche Grundgedanke ist erstmal derselbe. Die Syntaxdetails sollen uns jetzt hier, wie gesagt, erstmal nicht weiter stören. Jetzt wird der Inhalt der Zeigervariablen als Hexadezimalwert ausgegeben. Wenn das Programm nun nochmal gestartet wird, dann zeigt diese Zeile vermutlich einen anderen Wert, weil es eher unwahrscheinlich ist, dass der Computer dem Programm zweimal hintereinander die gleiche Adresse für die Variable Sum 1 zuweisen wird. Also, wenn Sie das, also was ich hier zeige, das ist ja ein bisschen gefaked. Das heißt, ich habe hier diese Zahlen einfach basierend auf unserem theoretischen Beispiel gemacht. Wenn das Ganze auf einem mit einem richtigen Programm gemacht wird, würde hier nicht 34 stehen, sondern eine sehr viel längere Zahl, weil der Speicher natürlich sehr viel größer ist. Und es würden wirklich, wenn ich das 100 Mal hintereinander ausführe, 100 verschiedene Zahlen dort zu sehen sein. Gut, in der letzten Ausgabezeile greifen wir nun über den Wert in der Variablen Zeiger 1 auf den Inhalt der dort gefundenen Adresse zu. Das heißt, wenn wir den Wert dieser Adresse in der Variable Zeiger 1 ändern, so können wir tatsächlich auf einen anderen Speicherplatz zugreifen.
Dies wird in gewissen Grenzen durch Sicherheitsmechanismen auf Betriebssystemebene und sogar auch der CPU eingeschränkt, damit nicht irgendwelche Schadprogramme andere Programme übernehmen können. Aber abgesehen davon bin ich vom Prinzip her frei in der Wahl der Adresse des Speichers, auf die ich zugreife. Gut, das wäre jetzt das Thema Zeiger. Wie gesagt, wichtig ist nur, dass wir verstehen, dass wir für jede Variable eine Adresse haben und dass es Programmiersprachen gibt, wo man eben auch über die Adresse auf die Werte zugreifen kann. In Java geht es nicht. In Java hat eine Variable einfach einen Wert. Es steckt zwar eine Adresse dahinter, aber wir haben keinen Zugriff drauf. Wir brauchen es ja nicht, weil wir nur über den Namen zugreifen. Jo, das war's schon wieder für heute. Wir haben heute hoffentlich verstanden, was Variablen sind, wie wir sie erzeugen können, was da dahinter steckt. Und jetzt können wir im nächsten Video uns um die eigentlichen Datentypen kümmern, sodass wir eben verschiedene Typen von Variablen erzeugen können und damit dann später mal arbeiten können. Also bis zum nächsten Mal.